Robert, stell dir vor, du und ich ganz allein im Urlaub in einem einsamen, wunderschönen Hotel im Doppelzimmer. Ja, du sprichst das richtig an. Es gibt viele Dinge, die in einem Urlaub passieren können. Echte Katastrophen, furchtbare Sachen. Aber noch schlimmer als mit dir allein, Dani. Wäre, sagen wir mal, zu acht. In einem Doppelzimmer. Der Ö3 Callboy. Hallo? Ja, grüße Gott, Reisinger spricht hier vom Reisebüro. Ja, grüß Sie, Herr Schmidt. Herr Schmidt, Sie fliegen morgen mit LTU nach Tunesien ins Mahida Beach. Ja. Es ist so, in dem Zimmer, das Sie gebucht haben, ist im Moment eine französische Familie und die können nicht nach Hause fliegen, weil die Fluglinie streikt. Und jetzt müssten Sie so das Hotel, bis die einen Rückflug kriegen, mit dieser französischen Familie das Zimmer teilen. Da war jetzt da nicht hinein, was man da erzählen. Ja, das Hotel sagt, die Zimmer sind groß genug. Nein, sicher nicht. Sie stellen halt Notbetten auf im Zimmer. Ja, ich schlafe in kein Notbett. Ich zahle keine 200.000 Euro, dass ich in einem Notbett dann schlafe. Ja. Ich schlafe mit keiner fremden Familie da drinnen. Eh nur 3 Tage. Nein, sicher nicht. Maximal 5. Da brauche ich ja gar nicht mehr hinfahren in den Urlaub. Warum? So viel bin ich dort. Nicht. Ist denn mein ganzer Urlaub für den Arsch? Na, also so kann man das nicht sehen. Nicht? Ich meine... So war ich überhaupt noch nicht der Letzte. Was. Ja, da seid ihr insgesamt 8 Leute in dem Zimmer. Wie soll denn das funktionieren? Mit 8 Leuten und einer Dusche. Da müsst ihr euch... Wir sollen am Flughafen schlafen oder was? Was ist, wenn ich nicht klar komme mit der Familie? Soll ich am Strand schlafen mit 3 Kindern, oder was? Das ist eine Ausnahmesituation. Ja, das... Eine Trennwand würden Sie auch aufstellen? Nein, na, sicher nicht. Ich will mein Zimmer haben, das, was ich gebucht habe, und ich teile mit keiner Zimmer. Eine zweite Möglichkeit wäre im anderen Hotel, und zwar in El Kef, da ist ein Zimmer frei noch für Sie. Ja, und? Wo ist das? Das ist der Haken an der Geschichte, das ist circa 90 Kilometer im Landesinneren. Nein, ich fahre da nicht auf Tunesien, das sind mir nicht hart. Und fährt dann 90 Kilometer ins Landesinnere, in Urlaub. Hat einen Pool. Und? Mehr? 90 Kilometer weiter weg, oder wie? Ist aber ein täglicher Bustransfer. Ja, das sind wir nicht haben. Was soll das? Willst du mit der versteckten Kamera oder irgendwas, oder was? Nein. Der Ö3 Callboy. Der Ö3 Callboy. Na, schön. Liebe Grüße von Ihrer Lebensgefährtin. Na super. Ja, Rakisch, tschüss. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an.